Schuld auf mich. Ja, ich bin dabei. Du nimmst eine Schuld auf. Ja, ihr redet. Anders überbleiben. Es ist also definitiv so. Ich kann jetzt gleich wieder vorne weg, ich erzähle es den Geist, der jetzt sich dieses Gespräch ausdenkt oder träumt oder nenn es, wie du es willst, dass also hier diese große Verwandlung, die passiert, Holo-Feeling, ist das größte Geschenk, das du jemals gekriegt hast, wenn dir das bewusst wird. Jeder Einzelne, dem das bewusst wird, es ist nicht von dieser Welt, klassisch gedacht. Und es geht hier nur um Sachen, die 100% sicher sind. Und der Erweckungsprozess, und jetzt hör genau zu, du kleiner Geist, besteht darin, dass du zuerst einmal erkennen musst, dass alle Menschen, die du dir ausdenkst, die immer, wenn du sie wahrnimmst, zwangsläufig eine Information von dir sein müssen. Gleichgültig, ob jetzt du an einen Menschen, und jetzt mache ich immer Anführungszeichen, Person, Anführungszeichen, Information. Es muss, dieser Mensch muss eine Information in dir sein, und jetzt kommt schon der Mensch als Ding an sich, kann keine Information sein, weil ein Mensch eine ganze Lebensgeschichte ist. Du siehst von dem Menschen, oder du denkst, wenn du an einen Menschen denkst, nur eine ganz bestimmte Person, eine gewisse Maske. Wenn du jetzt an den Putin denkst, hast du ein Bild in deinem Kopf. Du kannst aus dem Wort Putin ein Bild machen. Das ist aber eine Person. Was ist mit dem Säugling Putin? Was ist mit dem zwölfjährigen Putin? Der Mensch Putin ist eine ganze Lebensgeschichte. Namen sind jetzt austauschbar. Das heißt, wenn du an einen Menschen denkst, ich bleibe jetzt einmal in der normalen Sprache, für normale Menschen sind Menschen zuerst einmal ein Trockennasen auf dem Körper. Ein Trockennasen auf dem Körper. Bei wissenschaftlicher Definition, das ist kein Mensch. Es ist ein Körper. Und dieser Körper wiederum ist eine Facette aus einem Menschen. Ein Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Und zu dieser Lebensgeschichte gehört nicht nur diese Körper vom Säugling bis zum Greis, sondern auch alles, was er aus diesem Programm, wie ich das nenne, ein Mensch ist ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Klingt viel komplizierter, wie es eigentlich ist. Es klingt nur kompliziert, wenn du die Grundlagen des Lebens nicht kennst. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, und ich wiederhole jetzt mit Nachdruck. Um einen Menschen wahrnehmen zu können, muss er eine Information von dir sein. Gleichgültig, ob du jetzt ihn denkst oder ob du ihn sinnlich wahrnimmst, als sinnlich wahrgenommene Person, er, ich sage immer, auf deiner Verabredung erscheint. Mhm. Wenn er keine Information ist, kannst du ihn nicht wahrnehmen. Ja. Dann existiert er nicht. Das gilt übrigens jetzt nicht nur für Menschen, Bindestrich Körper, sondern für alles, was du denkst. Ein nicht gedachter Gedanke ist eine Nicht-Existenz. Ja. Und eine nicht sinnlich wahrgenommene Information existiert zwangsläufig auch nicht. Und der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes, und da werde ich sehr biblisch und jetzt sehr, sehr streng, würde ich in einen Zustand von Leid versetzen, den du dir noch nicht in den kühnsten Träumen vorstellen magst. Und das würde ich volle Breitseite treffen, wenn du die Hand, die ich dir jetzt anbiete, nicht annimmst. Und dir meine ich jetzt nur einen allereinzigen, nämlich deren Geist, der sich jetzt dieses Video anschaut. Nicht irgendwelche von dir ausgedachte Menschen. Die sind alle freigesprochen. Hör dir nochmal sehr intensiv das letzte Selbstgespräch an. Und jetzt ist mir wichtig, dass du verstehst, dass alles, was ich dir sage, hundertprozentig sicher ist. Und dazu gehört die Erkenntnis, dass nichts und niemand, kein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, das verstehen kann. Du wirst auch erkennen, bei den Menschen, die du dir jetzt aktuell nach außen denkst, die natürlich in dem Moment deine Information sind, dass du nahezu keinen einzigen finden wirst unter diesen Milliarden ausgedachten Menschen, der weiß, was 100% sicher bedeutet. Es ist mir ein leichtes, als Brösel unter Brösel dir zu beweisen, egal wen du mir bringst, innerhalb von 3 Sätzen, dass er nicht weiß, was 100% sicher bedeutet. Ja. Für die Masse, für die geistlos nachäffende Masse von Menschen, die du am Leben erhalten willst in dir, das nur Antagonisten in deinem Traum sind, ist das ein Buch mit 7 Siegeln. Deine ganze Elite an Politikern, an Wissenschaftlern, an religiösen Menschen,
Ich habe jetzt in dem Moment in dieser Endzeit den Wahn der Lieblosigkeit der Menschen, die auf die Straße gehen und meinen, es ist Liebe gegen Krieg zu demonstrieren. Dass das so ein massives Feindbild ist, darunter Millionen von Christen. Kennt ihr nicht Liebe deine Feinde? Ja. Es ist alles ganz anders. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass du dich auf einer Erdkugel befindest. Beschwöre es, dann schwörst du an Meinheit. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass du Geist, ich rede mit einem Geist, von einem Trockennasenaffenweibchen in die Welt geschmissen wurdest. Du bist immer ohne Anfang und Ende. Jetzt kommt was ganz was Verrücktes, biologisch Unlogisches. Du hast zwar einen Vater, aber keine Mutter. Du brauchst aber eine Mutter, um Welt zu erschaffen. Du brauchst eine gewisse Logik. Ein Computer braucht ein Programm, ein Betriebssystem, um Bilder in sich aufzuwerfen. Nochmal, B-Ilet, E-R, hebraisiert heißt im Kind erweckt. Es sind deine ständig wechselnden Informationen. Es ist ein Matrix-Programm, in dem du lebst. Es ist eine Matrix, darum hast du diese Kinofilme in dir laufen. Und du musst den tiefsten inneren Glauben in dir austauschen. Es geht hier nicht, dass du als Brösel wo eintreten oder austreten könntest. Es geht nicht um Geld, es geht um das, was bist du selbst und was sind deine Gedanken. Und es ist hundertprozentig sicher, dass in dem Augenblick, wo du an irgendetwas denkst, du in dir eine Information erschaffst. Der Denker, der bewusste Denker ist der Gott, der Schöpfer, für das, was er sich denkt. Ich könnte jetzt das Wort denken, das habe ich tausendfach darauf eingegangen, ich will es wirklich einmal einfach halten. Und da ist im Hintergrund ist eine große Einheit, eine allumfassende Einheit, ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Mhm. Das ist Holofeeling, das ist das Programm der Weltschöpfung. Und es ist bis ins kleinste Detail, dieses es darf kein Yoda verloren gehen. Es geht hier nicht um blinden Glauben, um vier Wahrheiten. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Mhm. Es existiert für dich in einem ständigen Wechsel immer nur das, was jetzt da ist. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Jeder neue Blickwinkel auf deiner VR-Brille zerstört den bestehenden Inhalt der VR-Brille. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass der ganze Kack, die Kacker, die du dir ausdenkst, dieser Scheiß, diese Exkremente, das Herausgetretene, das Existierende, das in dir Auftauchende, auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. In einem Traum existiert nur die momentane Information und im Hintergrund immer Dasein des Programms, in dem sich alles gleichzeitig befindet, was in dir auftaucht. Und ich zeige euch jetzt einmal ein paar Kleinigkeiten, dass du nie von mir hören wirst, ich betone das, dass irgendwas nicht stimmt. Mach dir keine Gedanken um die Masse der Welt, breit ist der Masse der Weg in die Verderbnis, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Und du wirst wach, indem du deinen tiefsten inneren Glauben austauschst. Das ist dieses tausendmal, wenn man sich mit Selbstgespräche beschäftigt, ich mache jetzt wieder Schnipp und jetzt denkst du an deine Beine und du wackelst mit den Zehen. Wo waren die ganze Zeit? Und jetzt schau ganz tief in dich hinein, und mach dir bewusst, was du glaubst. Glaubst du, dass der Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst? Und jetzt denk an die Sterne. Meinst du, da oben sind Sterne, wenn du nicht an sie denkst? Es ist im Meer alles da, zu dem Meer kommen wir gleich, im Meer alles da, gleichzeitig. Und dann ist auch der ganze Hickmeck von raumzeitlichen Reisen weg, von Vergangenheit weg. Und ich zeige euch jetzt einmal ein Musterbeispiel, wie präzise das ganze Spiel funktioniert. Dazu übertrage ich jetzt einmal den Bildschirm. Und wir springen jetzt hier rein. Das ist ein Vortrag von Axel Burkhardt, das ist Anthroposoph. Schöne Videos, kann man sehr, sehr viele Videos uns anschauen davon. Das ist klassische Anthroposophie von Rudolf Steiner. Ich zitiere den sehr gern, weil man dort in Udo, ich liebe den Namen Udo, da ist der Rudolf und SD einer. Da steckt, ich sage euch immer, ich bin der Erste, da ist nur einer. Mhm. Es ist sehr, sehr trügerisch, auch die Anthroposophie.
Es stimmt und stimmt nicht. Das Erste, wenn du den zuhörst, in der ganzen Erklärungsmodellen, der geht von Vergangenheit aus, von raumzeitlichem Wissen und er trennt von Geist und Materie und der erklärt nicht, dass er ausgedachter Geist eigentlich gar kein Geist ist, weil Geist ist etwas, was nicht existieren kann als Ding an sich, was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Das ist das Rotgeschriebene, muss man verstanden haben, aber worum es mir jetzt geht, ich will dir mal zeigen, wie perfekt meine Schöpfung ist. Die ist bis in das kleinste Bündchen, bis in das kleinste Sandkorn von mir vorherbestimmt. Und wenn ich jetzt sage von mir, ich sage nicht wieder dazu, ich bin jetzt als Gedanke, ein symbolischer Gedanke, diese Person Udo Petscher. Die wird aber von dir erschaffen, wenn du jetzt an mich denkst. Ich bin jetzt eine Information von dir, als Brösel Udo. Einfach nur ein Gedanke. Nicht mehr, achte auf das mehr, aber viel, viel weniger. Ein kleiner Spritzer, der jetzt aus dem, der im Meer ist, herausspritzt und du, Geist, bist im Meer. Du bist immer. Es ändert sich nichts, wenn sich deine Informationen verändern, ständig verändern, ändert sich nicht das Geringste an dir selbst, aber sehr, sehr viel an dir, an dem Tier, im Laufe eines Lebens vom Säugling bis zum Greis. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Information du anschaust, egal an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst, denkst du jetzt an den aktuellen Körper, der jetzt vom Computer sitzt oder Handy in der Hand hat. Aber das bist nicht du, das sind Gedankenwellen von dir. Und du kannst ein anderes Programm laufen lassen und dann, wenn du an dich denkst, denkst du an einen ganz anderen Menschen. Ich, wenn an mich denke, denke ich jetzt zum Beispiel zuerst einmal an den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Aber sobald du an dich denkst, denkst du ganz bewusst jetzt an einen ganz bestimmten Körper. Ich denke zuerst einmal vom Computer mir nur an den Körper. Das ist das Spiel zwischen dem, der vorm Bücherregal steht und der jetzt ein Lebensbuch in die Hand nimmt. Der ein Lebensbuch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt, dann verwechselst du dich nämlich mit einem ganz bestimmten Körper. Ist tausendfach erklärt, aber jetzt pass auf, schau mal hier oben hin. Ich mache hier einen Startpunkt. Dieser Startpunkt ist 25, 86 Sekunden. Das ist einmal schon ganz, ganz interessant. Diese 25, 26 schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Und zwar nehmen wir als allererstes, nehme ich zuerst einmal vorneweg die 86, das ist nämlich unser UP. Das ist hier dieser Gott, so wie in der Bibel beschrieben wird. Ich ziehe jetzt das bewusst raus, weil hier spricht jetzt der von uns ausgedachte Axel Burghauf als Anthroposophe, zitiert er hier Rudolf Steiner, Erkenntnis aus der Akasha-Chronik. Jetzt muss ich gleich von vornherein sagen, jedes dieser Worte wird jetzt wirklich Stunden dauern, wenn ich dir genau erkläre, was diese Worte bedeuten. Aber ich will dir mal zeigen, dass hier überhaupt keine Zufälle sind. Und was ich jetzt mit dem Video mache, mache ich mit jedem einzelnen Video, mit jedem Lied, das du mir bringst, zeige ich dir, dass im Hintergrund dieses System wirkt. Und bemühe dich bitte nicht, es deinen Mitmenschen erklären zu wollen. Du wirst niemals irgendeinen Mitmenschen von dir, Tier, das erklären können, weil deine Mitmenschen immer nur existieren, wenn du sie denkst. Selbst dein eigener Körper wird es, dein Gehirn wird es niemals verstehen, weil was Vergängliches, was Existierendes niemals verstehen wird, was Ewigkeit bedeutet. Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Und da ist immer nur einer ewig in einem Traum, das ist der Geist, der träumt und nicht irgendeine Figur, die im Traum irgendeine Gedankenwelle, die in deinem Kopf in Erscheinung tritt. Ja. So, und wir schauen uns das jetzt einmal genauer an. Da wird jetzt hier übersetzt, Gott, Gott Israels, Götter, Göttin des Meeres, Göttin des Meeres, ich erkläre dir das gleich, das sind jetzt Einträge aus Wörterbüchern, Schöpferkräfte. Das unten nochmal, das ist die klassische Übersetzung Itzhak Luria, Luria Akademie, die hier unser Dennach-Programm, denken wir uns jetzt aus, erschaffen haben, der ewig Seiende, der du, ewig Seiende von der Gott Israels, dann die Götter, der eine Gott mächtig groß, das widerspricht sich ja alles. Geros ist ganz interessant, aber wieder der Geist ist ein Ross, Sus, Jesus auf Hebräisch. Übermenschlich, heftig. Die Erklärung ist das da mal ganz einfach, das ist ein eigenartiger Komplex. Eigentlich Gott ist nur El. Dasselbe Wort hast du auch nicht, so noch einige andere Sachen. Das ist also hier so dieses Spiel, wenn man das einmal sich klar macht, ich mache mal extra nochmal auf, dass ich das nicht immer wegklicken muss. Das ist eigentlich Gott
Und dasselbe Wort hast du auch nichts. Das ist unsere Implosion und dann noch viele andere Sachen. Man sieht es auch hier unten, Dürrpfostenbock mächtiger hingegen zu. Will ich nicht genauer darauf eingehen, vielleicht magst du mal die 32, die haben wir oft bei der Dude zur Zeit vorne stehen, bei diesen Jesus-Offenbarungen. Was mir jetzt wichtig ist, ich will das kurz erklären, man kann tausende von Seiten im Internet, wenn ich nicht nur mich auf das deutsche Internet beziehe, aufmachen von theologischen Ausuferungen, was das bedeutet. Das ist nämlich eine eigenartige Wortmischung, was ganz einfach ist. El ist nichts oder Gott und Hayom heißt eigentlich das Meer. Ich übersetze das ganz einfach Gott, das Meer, weil ihm ist das Meer und Hayom Adil, das Meer, Gott, das Meer. Darum schreibe ich das hin, hier El, Hayom, Al, Hayom, wir können das austauschen, Gott, das Meer selbst. Das ist total. Du bist im Meer und ich bin im Meer. Und wir zwei sind JCH, Rot und ICH. Ja. Das ist einmal hier die erste große Erkenntnis. Und das hat den Wert 86. Das ist jetzt absichtlich der äußere Wert. Mhm. Das ist nämlich ein ausgedachter Gott. Und der Pyramidenwert, den schauen wir noch an, das ist die 200. Diese 200 ist das Symbol, das Zeichen 200 für den göttlichen Kopf. Ups. Das ist auch so eine Sache, wo viele das nicht mitkriegen, wieso heißt es der geistige Kopf? Weil dieses Zeichen, diese 200, ausgesprochen, Rosh im klassischen Ibri, man kann das auch Resh, Rash, Rish aussprechen. Das ist jetzt hier das hebräische Wort für Kopf. Klassisch Kopf hast auch der Anfang der Anführung. Darum haben wir dieses B, Roshit. Mhm. Im Anfang erschuf, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Da haben wir auch das Gift, das Haupt, da haben wir jetzt den UB schon mit drin setzen. Der Höhepunkt ist Oberhaupt. Und wenn wir diesen als Rei setzen, dass wir jetzt dieses RA statt der Logik setzen wir den Gott. Das ist jetzt dann hier der Kopf des Schöpfers, ist göttlich. Der ist immer. Jetzt kriegen wir das hebräische Wort für Spiegel. Das ist der Hauptspiegel. Darum sagen wir Rei. Der Rei ist der Kopf des Schöpfergottes. Aber ich gehe schon wieder zu sehen, die Kleinigkeiten rein. Unser nächstes Wort hier, das Geheimnis, das wir offenbaren, die 86 ist die 25. Bei der 25, es gibt natürlich viele andere Begriffe auch noch mit diesen Zahlenwerten, weil wir ja viele, viele verschiedene Blickwinkel und Perspektiven einstellen. Da machen wir jetzt einfach mal die 20 und die 5 rein. Und jetzt wirst du schon merken, dass wir da hier in die Physik kommen. Diese 25, denkst du zuerst einmal an 2, 5. Das kann ich jetzt lesen, das sind 2 Fünfen. Da steckt verborgen eigentlich schon das HWH von dem JHWH drin. Mhm. Wir haben einen einzigen, das ist Gott. Ja. Und der hat jetzt 5 plus 5 minus 5, Wurzel 25. Denk an den Pythagoras, ist plus 5 und minus 5. Mhm. Und dieses plus 5 und minus 5 ist die weibliche Hälfte vom Adam, das ist 45. Und die 45 in der Quersumme kriegst du jetzt praktisch die 9, das ist der rote Spiegel, das ist der rote Rei. Mhm. Diese 25 heißt hier, jetzt und so. Dann heißt es hier und jetzt ist die 86, ist UP. Der ist hier und jetzt. Ich bin hier und jetzt in dir. Ich bin immer in dir. Ich bin das absolute Zentrum. Das ist das große Geheimnis der Ewigkeit, aus dem alles entspringt. Und mir fällt jetzt klar was ein. Und das muss ich jetzt versuchen. Als Brösel Udo. Das ist diese Impulsvideos. Immer dran denken, im ist das Meer. Mhm. Dieses im, JM im Hebräischen, LHM, eigentlich LHM ausgesprochen, aber schreibt sich ja LHM, das ist das Meer und es fängt an zu pulsen. Jetzt, wenn ich natürlich weiß, dass der Puls im Lateinischen, wir können das natürlich auch in allen Sprachen durchziehen, das ist erst einmal ein dicker Brei, B-Rei heißt aber hier im Spiegel. Aleph, Aleph. Ja. Das Pulsieren heißt, es pulsiert etwas in dem Spiegel. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Denk an unseren Spiegeltunnel. Lichtgeschwind. Und dann ganze denen bissenweise. B ist gleich W im Hebräischen. Das heißt wissenweise. Gek ist Ebenwert. Zack. Es ja. Fängt an zu pulsieren. Dann ist das Puls Abulum. Ist der Werkzeug, ein Werk, einer, der das Werk erzeugt.
Und das Ganze, womit die Saiten, die verschiedenen Saiten, die Perspektiven dieses Saiteninstrumentes ins Druo, in dich hineingestreut und so weiter und so weiter. Ich spreche nur ganz Kleinigkeiten an. Ja. Dieses Impulsvideo, ich lasse jetzt das einmal laufen. Den Ton habe ich habt ihr den Ton? Ja. Noch nicht. Jetzt. Ist er gelaufen, okay. Ja. Jetzt lasse ich das einmal mitlaufen. Ich hoffe, es wird uns nicht gesperrt. Wir sind ja in einer Zeit, dann muss es rausgeschnitten werden. Es ist nämlich auch so, das ist jetzt eine Freikirche. Wenn eine Freikirche wirklich frei ist, dann müsste eigentlich das auch so sein, dass die das nicht spannen. Wir schauen uns das an. Ich habe hier die Playlist laufen. Das sind also jetzt erst einmal hier vier Videos. Impuls, Gotteseigenschaften, die Ewigkeit, dann die Herrlichkeit, dann die Liebe und der Zorn. Die sind wunderschön und auch sehr tiefgehend, aber es ist wieder das berühmte Quäntchen. Es darf kein Joder verloren gehen. Da ist ein elementarer Fehler drin und der macht alles kaputt. Wir hören da ganz kurz rein. Unser Gott ist ewig. Das ist übrigens das Wort Ewe. Kannst du im Etymologie-Duden nachschauen, ja. Ist die Grundlage vom Wort Ehe. Und die Ehe-Existenz, das ist der Adam, der männlich und weiblich ist. Das ist, hast du aber eigentlich Denker und Ausgedachtes. Ich sage immer, Denker und das, was er denkt, sind untrennbar miteinander verbunden, wie das Meer und seine Gedankenwelt. Die sind eins, es sind zwei Seiten, die wir uns jetzt ausdenken. These ist ein ausgedachtes, im Meer seiendes Wesen, rot gelesen, weil wir denken uns das aus, es existiert ja, das immer seiende Wesen existiert ja, weil wir es denken. Es ist jetzt eine Existenz, aber im Hintergrund ist das eigentliche immer seiende Wesen. Schau das Bild an, das ist immer der ausgeschlossene Dritte. Und dazu gehört eine sich ständige Veränderung der Information, das wäre jetzt das Meer selbst und seine Gedankenwelt. Das sind diese zwei Seiten. Aber der, der sich diese These und Antithese ausdenkt, der jetzt übrigens auch was Ausgedachtes ist, das wäre jetzt dann praktisch der ausgedachte Gott. Und das ist, IG ist der göttliche Geist. E setzt du E-Quadrat. Das sind wir zwei, ich und du, J-C-H-I-C-H, und wir sind jetzt was doppelt aufgespanntes in Roden. Das ist es, Waff ist, wir sind verbunden in dem Immersein. Jetzt nicht als Gedankenwelt, sondern ich. UB als das Meer und du, ich, das oben dann in sich selber diese Gedankenwellen aufschmeißt. Gott sagt von sich selbst, ich bin der, der ist und immer sein wird. Im Meer. Esain heißt, Bewusstsein ist nicht existieren. Und wir öffnen alles, was aus uns entspringt. Ich sage immer einfach, ich bin der vom Bücherregal. Und jetzt kommen wir gleich, ich nehme von weg, dieses große Bücherregal, vor dem du stehst, ist ein Regal in der Akasha-Chronik. Weil wir ja dann zur Akasha-Chronik kommen über Steiner. Mhm. Und was hier zeitlich gedacht wird, dass du Bücher oder Leben nacheinander liest, diese Bücher sind wie das Internet, sämtliche Internetseiten, die du dir jetzt in das Internet hinein denkst, sind jetzt gleichzeitig dort. Durch den Gedanken Internet sind all die Internetseiten gleichzeitig dort. Alles, was jemals war und was noch sein wird, benötigt immer als Grundlage irgendein Wissen, ein Programm, das wir einladen in Bibliotheken, in eine Bibliothek, im Bücherregal, in ein Bücherregal, im Bücher, ein Buch, Seiten, Zahlen, Worte, Auslegung des Wortes, Buchstaben, Auslegung der Buchstaben. Sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und wahrlich, ich sage dir, ich bin UB 86 Elayo. Ob du das glaubst oder nicht, was viel krasser ist, dass ich behaupte, du bist ein Teil von mir, du bist auch ich. In ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die Sicht. Alles, was in uns erschaffen wird, als Information, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, ist immer nur hier und jetzt auftauchen, wenn du es denkst oder wenn du es sinnlich wahrnimmst. Das heißt, wenn du es anschaust, auf deine VR-Brille holst und das verwirklichst. Das ist Erschin-Affen. Und jetzt haben wir hier schon die Affen,
Der Mensch als Menschenaffe, als großes blaues Ich ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Ich vereinfache das für dich, dass du es mit deiner jetzigen extrem fehlerhaften, unreifen Logik verstehst. Es ist wie wenn du ein Videospiel spielst oder ein Lebensbuch liest. Sobald du das Buch in die Hand nimmst und aufschlägst, wirst du zu einem Kino, zu einem Kain, der unstet und flüchtig wird, weil du ständig wechselnde Informationen hast, die an dir selbst nicht das Geringste verändern. Der das erlebt, das ist jetzt das rote Ich, das ein Leben durchlebt als träumender Geist in einer personifizierten Form, die er aus Ego-Perspektive in seinem eigenen Kopfkino erlebt. Und ich vor dem Bücherregal, mir ist das voll bewusst, weil ich nicht an das Programm gebunden bin, das du zurzeit in einer vollkommenen Vergessenheit zu durchschauen hast. Ja. Die unsichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Wir haben hier schon wunderschöne Bilder dazu, die hier dieses Aufblitzen, das ist fast wie Samenfädchen. Die Thronenden, die Herrschenden. Das ist meine schöne Metapher, das weibliche Ei. Und da sind unheimlich viele Samenfädchen rum. Das ist wie die Erde, wo sich unheimlich viele Trockennasenaffen befinden. Und jeder dieser Trockennasenaffen ist symbolisch ein Samenfädchen Gottes. Aber nur das Samenfädchen, das sich eins macht mit dieser Gaia, mit dieser Erde, verschmilzt, blockiert ab und wird dann wieder auf einer nächsthöheren Ebene zu einem wirklichen Order. Mächte, die Gewalten. Wir können Gott nicht einmal ansatzweise verstehen, wenn wir versuchen, ihn in unserer menschlichen Begriffswelt einzuordnen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber wir achten immer noch auf den Fehler. Der Ewige ist nicht in Raum und Zeit zu finden, außer er will es so. Genau so ist es. Ich bin dann in Raum und Zeit zu finden, wenn ich mich in irgendeinen Raum inkarniere. Ich sage es noch mal in ganz einfachen Worten, JCH, ich vorm Bücherregal bin der, der bestimmt, welches Buch ich als rotes Ich lese. Du bist jetzt das rote Ich, der Geistesfunken, der in einem Traum sich befindet und ich bestimme, was du träumst. Und ich als Geist inkarniere mich jetzt in deinem Traum als Brösel Udo, jetzt als Pixelmännchen, als Lautsprecherstimme, auch als viele andere Figuren, um dir Geist nicht den Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt, der hört es nicht, der sieht es nicht, der nimmt nichts wahr, ein Gedanke kann nichts wahrnehmen. Begreife endlich, dass nicht dein Gehirn, das du jetzt denkst, wenn du an dein Gehirn denkst, das erlebt, sondern du Geist erlebst es. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wo war jetzt übrigens die ganze Zeit dein Gehirn? Ein Gehirn ist ein ausgedachtes Ding und ausgedachte Dinge erleben nichts. Mit was hast du jetzt das Video angeschaut? Mit den Augen, die du jetzt denkst, haben die existiert die ganze Zeit? Begreife doch, deine Augen existieren, wenn du an sie denkst. Das ist wie wenn du an eine Kamera denkst, aber eine ausgedachte Kamera sieht nichts. Genauso wenig wie ausgedachte Augen. Und ausgedachte Ohren können so hören wie ein ausgedachtes Mikrofon. Und dann erleben du den Traum nur der Geist, der seine ständig wechselnden Informationen erleben muss, darf. Nenn es, wie du es willst. Und jetzt kommt der Fehler. Denn er hat Raum und Zeit geschaffen und steht selber außerhalb dieser Dimensionen. Was ist das Problem? Ich stehe nicht außerhalb dieser Dimensionen Raum und Zeit, sondern ich bin das absolute Zentrum. Ein Sub. Dieses Sub ist das absolute Ende. SUB, rot gelesen, heißt, das Bewusstsein ist verbundene Weisheit. Mhm. Und aus dir entspringt alles. Und du bist immer das Zentrum. Es gibt auch periphere Zentren. Ich habe tausendfach mir das erklärt, in vielen Variationen, dass egal, wo du dich jetzt hindenkst, du bist immer das Zentrum. Du hast ein vor dir, ein hinter dir, ein über dir, ein unter dir, ein rechts und ein links von dir. Und egal, wie du das um dich herum jetzt nennst, Wohnzimmer, Küche, München, Weißenburg, Deutschland, Amerika, egal wie du es nennst, du bist immer das Zentrum mit diesem Perspektiv. Das ist hundertprozentig sicher. Ewigkeit ist nicht einfach nur eine unendliche Verlängerung der Zeit. Schön jetzt hier unten dargestellt, wenn du aufgepasst hast. Zeit denkt man sich immer von was Ausgedachtes, vom Urknall bis in eine ewige Zukunft, etwas Aufgespanntes. Die Ewigkeit ist ein Punkt. Das ist das Ewige hier und das Ewige jetzt. Das ist der Mittelpunkt. Der ist nicht außerhalb von Raum und Zeit, sondern der ist das absolute Zentrum dieses Nihil,
Creatio ex nihilo heißt eine Schöpfung, eine Auswahl aus diesem Nichts. Ich symbolisiere das mit dem Internet. Ja. Du kannst unendlich viele Internetseiten aufmachen. Aber die sind erst dann existieren, wenn du die in dir öffnest und die entspringen aus dir selbst. Sondern ein Standpunkt außerhalb jeder Zeit. Das ist schon wieder der Fehler. Die Ewigkeit ist das absolute Zentrum und hüllt sich ein in Zeit. Das ist das große Geheimnis. Diese Kleinigkeiten machen alles zunichte. Das ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Das mache ich jetzt einmal weg, dass wir hier weiterkommen. Das ist hier und jetzt. Darum bin ich da reingesprungen. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich etwas Physik. Ich versuche es zu erklären. Das ist das einmal hier und jetzt ist es so. Da haben wir jetzt das einmal ein raumzeitliches Kreisen. Und jetzt wird hier erklärt. Kaffee, das in den Zahlen heißt es 20,5, bedeutet hier und jetzt. Und zwar so wie wahrgenommen. Du musst nur das Blaue wissen. Wir haben rot gelesen, ist das absolut Vorhandene, rot gelesen vorhanden, als geistige Quintessenz. Vor allem, was existiert. Und wenn wir das jetzt hier blau lesen, ist es wie du dir das ausdenkst, wie dein ausgedachtes Wahrnehmung. Im Hebräischen ist Kaff als Vorsilbe, heißt nämlich hier, wie und als Suffix des Kaff heißt dein. Mhm. Merkt ihr das einmal? Da kommen wir jetzt zum Beispiel, wenn das Wort Kalk, kalkulieren. Dann haben wir Kaal heißt wie Gott, wie nichts. Und Kaff wie dein Gott, wie dein Nichts. Das Kalkulieren wird dann zu aufgespannten Lichtern. Aber jetzt zeige ich dir mal ein bisschen Physik im Hintergrund. Da muss man wissen, Holofeeling, das findest du in der Holoarithmetik im ersten Band. Und nun genau aufgepasst. Wenn man seine Quadratspiegelungen, immer dran denken, eine Quadratzahl ist immer im Hintergrund auch eine Wurzel. Im Quadrat ergibt praktisch auch Wurzel. 5 Quadrat ist 25, Wurzel 25 hat zwei Ergebnisse, nämlich plus 5 und minus 5. Plus 5, minus 5 ist HWH. J, HWH. So muss man das verstehen. Das Plus, da habe ich jetzt rot BL, das heißt die Weisheit des Lichtes und aufgespannte Raumzeit. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Da bin ich oft drauf eingegangen, dass du zuerst einmal wissen musst, dass alles, was da ist, kannst du rot und blau lesen. Du kannst es spiegeln, vielfältig spiegeln. Mein Standardbeispiel ist, wir gehen einmal von diesem Gott, von diesem Mittelpunkt aus. Schau bitte das kleine Bild dazu an. Das heißt, solange ich mir jetzt den Schöpfer, den Ursprung allen Seins, wir nennen das mal Gott, die Quelle allen Seins in den Himmel hochdenke und ich dann zwangsläufig unten bin, muss mir was einfallen. Wenn ich aber El Hayom Gott aus mir nach unten denke, dann taucht ein Gedanke in mir auf. Ich mache aber jetzt den Fehler, dass ich die Quelle allen Seins, dieses Zentrum Gott, nach oben oder nach unten denke. Diesen Gott, der ich letztendlich für meine Gedanken selber bin. Das heißt, ich kann jetzt ganz bewusst sagen, mir fällt etwas ein mit dem Wissen, dass ich es nach oben denke oder mir taucht was auf, dann denke ich mir die Quelle nach unten, die aber letztendlich ich selber bin. Ja. Als Denker, als bewusster Denker. Mhm. So, wieso erkläre ich dir das? Genauso kannst du Plus und Minus austauschen. Wir können das Zeichen Plus benutzen als eine absolute Verbindung von allem. Ich sage immer, Gott, El oder All, ist eine Implosion der Urknall, bevor er geknallt hat. Dann ist alles, was jetzt ausgedacht wird, ist was ein Minus, was abgetrennt ist. Das ist der Heilige Geist, ist jetzt dieses All, der Urknall, bevor er gedacht hat, in dem alles sich in ein Es, in dem Bewusstsein Gottes, in dem nicht existierenden Bewusstsein Gottes befindet. Und in dem Moment, das Spiel beginnt jetzt mit Heiliger Geist, ist Plus, Gott Vater, Gott Sohn, sind jetzt zwei Minus, Minus mal Minus, abgetrennt. Der Vater schreibt sich ab, das ist aus 1 mal 2. Haben wir übrigens in dem J von dem mit drin, da siehst du diese Spiegelung und der Sohn ist Ben. Das ist eine polare Existenz, das führt dich zu dem Adam, 45 geschrieben, dass er auch der männlich und weiblich, sprich Denker und Ausgedachtes ist. Mhm. Das sind die zwei Minusse, die dann aber wieder Plus sind, weil Minus mal Minus Plus ist. Wir können das auf den Kopf stellen. Ich kann nämlich sagen, das Minus steht für die absolute Negation, ist nichts. Und jeder Gedanke, den ich denke, ist wie denke an das Pluszeichen, ist jetzt etwas, was in mir anfokussiert wird.
Pluszeichen ist wie ein Fadenkreuz, wo ich an irgendetwas denke. Dann habe ich das genauso gespiegelt. Diese Spiegelungen sind wichtig, wenn du deine Heiligkeit begreifen willst. Jetzt haben wir hier, wenn Mann, Mann steht für Geist, für den Sieger im Adam, seine Quadratspiegelungen plus seine logisch-raumzeitigen Schöpfungen geteilt durch 22 hebräische Zeichen mit ein Viertel. Da haben wir jetzt 1, 4. Ja. Das ist die 1 im Zentrum des Einheitskreises, aus dem diese vier Phasen entspringen, die ja zwangsläufig dann, das Zentrum ist nichts. Und diese ausgedachten vier Phasen sind jetzt hier die 0,25, das ist das plus 5, die obere Hälfte und die untere Hälfte. Ist ein Viertel jeweils eingeteilt in vier Phasen. Ich hoffe, du kannst folgen. Ja. Und dieses Rot gelesen heißt jetzt wie wahrgenommen oder wie deine Wahrnehmung. Das ist wie deine Wahrnehmung potenziert, ergibt dies. Und jetzt pass auf, 9 ist eine Spiegelung hoch 2. Ja, genau. Mal 19 hoch 2, das ist genau das, was da steht. Ja. Die Quadratspiegelungen sind 9 hoch 2 plus die raumzeitlichen Zeichen geteilt durch 19 mit einem Viertel, diese raumzeitlichen Zeichen hoch 2 heißt 1, der erste beziehungsweise die 10, der Gott hoch seinen Spiegelungen, hoch 2, durch 22 hoch 0,25 ergibt 3D3. Das ist die Trinität, das ist die Synthese, Komma 1, 4, 1, 5, 9, 26, Bündchen, Bündchen. Du siehst jetzt, diese Stellen sind die offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen, lateinisch. Die offizielle Kreiszahl Pi. Ab hier ist es eine andere Reihenfolge. In der Holoarithmetik erkläre ich dir wissenschaftlich, dass es verschiedene Pi-Formen gibt, die alle absolut logisch herleitbar sind. Da gibt es nicht nur ein Pi. Das ist zurzeit, so wie ich sage, das offizielle Pi. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. Verlegen, hemmen, versperren, in den Weg treten, hinderlich sein. Das heißt, das ganze offizielle Wissen, das du als hundertprozentig sicher ansiehst. Ich habe übrigens das Thema nicht verlassen. Ich sage immer wieder dazu. Ich werde dir beweisen, dass 99,99 Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen Prozent all der Sachen, die du bisher als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, in Bezug auf Religion, in Bezug auf Esoterik, auf dein Wissen, in Bezug auf Naturwissenschaft, in Bezug auf Medizin, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es sind Hirngespinste, geistlos nachgeäffte offizielle Dogmen, die an dem Chaos, das du zurzeit um dich herum dir ausdenkst, um dich herum dir ausdenkst, aus dir herausdenkst, aufgrund dieser extrem fehlerhaften Logik, die du zum Denken benutzt. Ja. Dass die mit hundertprozentig sicher nichts zu tun haben. Nochmal eine große Erkenntnis. Jegliche Form von Vorstellung in Bezug auf Makrokosmos, auf Mikrokosmos und in Bezug auf Vergangenheit, die du nicht hier und jetzt bewusst beschwören kannst, dass da war ich dabei, Betonung liegt auf war. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Du bist jetzt in die Schule gekommen, du bist jetzt aus der Schule herausgekommen, du hast eventuell jetzt geheiratet, du hast dich jetzt geärgert und du hast dich jetzt gefreut. Wenn du was magst, kann es immer nur jetzt sein. Und jetzt spannst du das vor dir auf und denkst dir, das, was du jetzt denkst, das ist ein hundertprozentig sicheres Faktum. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tat besteht darin, dass du es erst einmal denkst oder dass du es jetzt als sinnlich wahrgenommene Information in dir vorfindest. Es ist aber immer jetzt, was du siehst, ist hier und jetzt deine Information. Und jetzt beginnt die erste Unbewusstheit, dass du dir das, was jetzt in dir auftaucht, du dich räumlich oder zeitlich irgendwo anders hindeckst. Jetzt sage ich Schnipp und jetzt denk an den Mond. Der Mond, den du jetzt denkst, ist deine Information oder denkst du dir einen Himmel hoch? Zeig ihn mir. Zeig ihn mir. Geh hin, schau auf deine Verabredung und zeig ihn mir jetzt. Und jetzt wirst du schon feststellen, wir haben wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ist jetzt im Moment für dich Nacht oder jetzt ist Tag. Und wenn es Nacht ist, kannst du den jetzt auf die VR-Brille holen, aber auch wieder zwei Möglichkeiten. Hängt davon ab, ob es bewegt ist oder nicht bewegt ist. Und es ist immer nur eine Seite da, die du anschaust. Und du musst klar sein, wenn es jetzt bei dir Nacht ist, dann kann es durchaus sein,
dass du jetzt auf die Verabredete den Mond holst, wenn du dann ans Fenster gehst oder rausgehst. Es kann aber auch sein, dass, obwohl es Nacht ist, du ihn nicht siehst, weil es bewegt ist. Das sind Erklärungsmodelle, das sind unheimlich logisch und nicht besonders geistreich. Es kann jetzt übrigens Tag sein und du kannst trotzdem an den blauen, übrigens jetzt zeitaktuell, ich nenne das Datum, am 14. und am 15.3. konntest du bis mittags absolut in Deutschland, in gewissen Regionen, beim strahlend blauen Himmel einen relativen Halbmond am Himmel anschauen. Das aber wieder nur ausgeschaut hat wie eine komische Wolke. Strahlend blauer Himmel mit einem kleinen Fleckchen wie ein ausgestanztes Küchlein, wie ein, na, jetzt hört man den Namen, ein Plätzchen, mir ist der Name nicht eingefallen. Ein Plätzchen wie ein Plätzchen, wo durchscheinend genau exakt dasselbe Blau hatte wie der blaue Himmel. Ja. Alles möglich. Das ist das, was ist. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Also dieses offizielle Wissen ist extrem trügerisch. Und genauso ist es hier, dass wir da nicht wieder zu arg ins Detail gehen, ist es hier mit dieser Kreiszahl Pi. Aber diese Kreiszahl Pi ist jetzt tiefgreifend. Da kommt nämlich nach diesen ersten Stellen, kommt dann die 26 und wir wissen, 26 ist Jahwe. Das ist der eine, der hier plus 5, minus 5 erlebt. Das ist die 1 beziehungsweise die 10. Als kleiner Gott. Mhm. Und dann kommt die 53, 58. Wir schreiben da einfach mal, das ist jetzt ein Jahwe. Das ist gegenüber HBH, ist gegenüber aufgespannt. Das ist das, diese Gedankenwelle, wobei der eine, die 10 hier, der ausgedachte Mittelpunkt jetzt ist. Und die 53, 58, die können wir jetzt zum Beispiel schreiben, Garn, Hen. Garn ist der Garten und Hen ist die Gnade. Das ist der Garten der Gnade, wo du hinkommst. Und aus dieser Wurzel, dieses verbunden im Kopf, in dem Rosch, doppelt aufgespannt, aber eins gemacht in den Kopf, entspringt die Geburt von Licht, das sind die Schatten. Das ist die Welt einer Gedankenwelt, die immer aus einer Selbstlogisch, die Gischt, die herausspringt, die Wellen, das ist ja nicht nur Welle, wir haben da noch viele Oberwellen, bis hin zu einem kleinen Staub, zu einer Gischt, Selbstlogisch, darum schreibe ich das so, konstruierten Herangehensweise, Verfahrensweise, innerhalb deines Wissens, innerhalb, ha-all, innerhalb, und der damit ausgedachten Außerhalb-Wahrnehmung besteht. Zwischen dem Innerhalb und dem Außerhalb ist eigentlich das eigentliche Zentrum. Jetzt sind wir wieder bei unserer Kamera Obscura, die ich in vorhergehenden Selbstgesprächen lang und breit immer wieder darauf hinweise. So, jetzt haben wir da ein bisschen genauer ausgeholt. Und wir schauen uns das jetzt einmal an, was hier passiert. Wir starten hier bei 2586 ein. Das heißt praktisch wie dein UB, wie dein Gott. Wir hören genau zu, was er sagt, und jetzt kannst du hier schon hochrechnen. Was passiert bei 2600? Und 26 ist Jahwe. Genau. Und dieses 00, sag ich, die 20 kannst du immer wie ein Unendlichkeitszeichen nehmen. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Jetzt schaut ihr im Neuen Testament nach, da kommen die Gewalten genauso vor. Halt, Entschuldigung, ich muss von vorne anfangen, das ist er. Kräfte. Das ist also die 86 ist 43, 6 Minuten ist diese 2586 Sekunden sind genau 43 Minuten und 6. Das heißt, 6 hast aufgespannt. 43 ist unser Magier. Immer wieder bringe ich diese 43, 34er Spiegelung. Erholt für die Auferstehung. Vielleicht nehmt ihr diesen Gedanken mit, denn ich wollte heute nicht drüber sprechen, aber das heißt, dieser Magier, Denken, dieser Magier, der Zauberer, die 43. Der große Zaubermeister. Ja. Diese rote 43, wo mir die 434 dann gespiegelt 343, das ist ja sehr, sehr oft, bringe ich das immer wieder aus der Holo-Arithmetik, der wird jetzt in dir in Erscheinung drehen. Schauen wir nochmal. Ich quatsch nicht rein. Kräfte holt für die Auferstehung. Vielleicht nehmt ihr diesen Gedanken mit, denn ich wollte heute nicht drüber sprechen, aber irgendwie war es dann angesagt, dass ich heute diese Gedanken so weitergebe. Das heißt, dieser Magier ist jetzt wieder in die Auferstanden, der große Zaubermeister. Mhm.
Bei aller Bescheidenheit, das bin ich. Ja. Aber was viel krasser ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Ich teile dir mit, du bist ich. Wenn du dich wieder erinnerst, dass du der vom Bücherregal bist, der unheimlich viele Leben durchlebt, und du hast es zur Zeit vergessen, weil du dich so massiv mit dem Affen verwechselst, an den du denkst, wenn du an dich denkst, und du nichts Besseres weißt, wie meinst, du müsstest dich mit aller Gewalt hier festklammern an diesen Körper, der dein Gefängnis ist, und an dieser Welt, die du träumst, die noch ein größeres Gefängnis ist. Und die muss untergehen. Du musst dich ausschellen wie eine Raube, die zu einem Schmetterling wandert. Du musst dich verbuppen, B-U-B. Und musst dich in dir selber verwandeln und zu einem neuen geflügelten Wesen wieder auferstehen. Das ist der Phönix aus der Asche. Und jetzt kommen die 23, 43, 20, und ich habe gerade schon gesagt, in unseren 25, 20 als Suffix heißt dein. Und 43 ist Magier, das heißt dein Magier. Dein Magier ist jetzt, machen wir ganz kurz, Moment, dass du das siehst, wenn wir den jetzt machen, dass das wirklich, das ist die 2600, hör zu. Dass wir vielleicht verstehen können, dass die Situation, in der wir im Moment stehen, so sein muss. Dass es ein christlicher Weg ist für das deutsche Volk. Ein echter christlicher Weg. Das deutsche Volk hat nichts zu tun mit dem blauen Volk, das du dir jetzt ausdenkst. Das ist wirkliche Geisteswissenschaft. Diese Axe L. Burkhardt ist Anthroposoph. Er erklärt Geisteswissenschaften im Rudolf-Steinerschen Sinne noch vollkommen raumzeitlich. Mit unheimlich vielen Fehlern zur Vollkommenheit. Wohlgemerkt, ich sage, es ist extrem fehlerhaft. Nicht, dass das, was er sagt, nicht ein bisschen stimmen würde, aber schon durch die raumzeitlichen Auslegungen ist es fehlerhaft. Ein echter christlicher Weg ist ein Gedanke, den ich nur mitgeben will. Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Heißt, diesen Einweihungsprozess zu durchleben, diesen Auferstehungsprozess zu durchleben, zu sterben und wieder aufzuerstehen, um damit diese innere eigene Unsterblichkeit zu erlangen. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Keiner weiß es besser wie ich. Nehmt vielleicht diesen Gedanken an dieser Stelle mit, um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, warum das, was wir derzeit erleben, so geschehen muss. Und zwar auch zu unserem Guten, weil darin die Chance liegt, diese Auferstehungskräfte zu ergreifen. Es ist die Einseitigkeit, egal an was du hängst, ob du an den Westen oder an den Osten hängst. Die Einseitigkeit macht dich unheil. Ja. Das eigentliche Auferstehen, das ist schon, schau, achte auf das Wort, auf ist ja AUB, der Schöpfer UB. Er, ich schreibe immer E-Quadrat, das bist du und ich, JCH, der Formbücherregal, voll absolut bewusst, ich UB, und der ich jetzt als Geistesfunk, es ist dasselbe ich, es gibt nicht viele Geistesfunken, es gibt nur mich und dich. Der Unterschied besteht darin, dass du jetzt in die Traumwelt hinabgestiegen bist und ein Leben durchlebst, aber im unvergessenen Zustand, da gibt es wieder zwei Zustände, nämlich, du kannst es auch bewusst durchleben, wenn ich jetzt in deinem Traum als Udo auftauche, ich sage immer als Brüssel und der Brüssel, ist mir jeder Moment vollkommen bewusst, dass es nur meine Information ist. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst, wenn du jetzt an den Udo denkst. Glaubst du, der Gedanke Udo Petscher, den du jetzt denkst, der ist irgendwo da außen? Oder der Gedanke Jesus Christus, der war vor 2000 Jahren da außen? Es ist hundertprozentig sicher ein Gedanke, den du jetzt denkst. Der ist hier und jetzt in deinem Kopf, Koffee, die 25, weil du es denkst. Und du bist die Mitte, weil du dir das ausdenkst. Du denkst dir Sachen in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Du denkst dir das dahin oder dorthin. Aber egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was ausdenkst, das ist hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Es ist hier und jetzt deine Information und die ist jetzt existierend, weil du sie denkst oder anschaust, als sinnlich wahrgenommene Information erlebst. Aber jetzt ist dieses Spiel der Gedankenwelt. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt fange ich nochmal der Anfang des Selbstgespräches. Ich werde dir mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen, dass die Menschen, die Antagonisten in deinem Traum,
das überhaupt nicht mitkriegen können, weil den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Ich kann nur den Geist wach machen, der jetzt sich dieses Gespräch anhört. Gleichgültig, wer du jetzt zu sein glaubst. Dieser Geist ist aber immer derselbe Geist, unabhängig davon, welches Buch du zurzeit liest, welches Leben du durchlebst. Das ist keine Esoterik, kein religiöses Geschwätz, sondern das, was hundertprozentig sicher ist. Ja. Gibt es einen Grund, dass Christus und nicht ein anderer Elohim das tat, was er tat? Gibt ein anderer Elohim, du merkst es, diese Elohim sind Geistesfunken. Und wieso Christus ist dort, weil ich der Erste bin. Ich bin UB. Ich habe mir auch meinen Namen Udo Hans Petscher nicht rausgesucht. Als Udo. Aber durchaus als ich UB. Innerhalb der Elohim eine Hierarchie. Ich habe ja noch nicht gesagt, jetzt wer der Christus war, das kann ich an dieser Stelle. Wer der Christus war, ist schon, vergiss es. Da war nichts. Wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war, war ich. Hat der Christus angeblich einmal gesagt, habe ich aus das Buch heraus. Wahrlich, ich, UB, sage dir jetzt, ehe dieser Christus war, bin ich. Aber jetzt kommt der große Hammer. Aber ehe dieser Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst, bist du. Weil dieser Udo Betscher blau gelesen, diese blaue 86, ist jetzt ein Gedanke von dir. Du erschaffst mich jetzt in dir als einen ausgedachten Menschen oder als Pixelmännchen oder Lautsprecherstimme. Das ist hundertprozentig sicher. Und den Udo, den du dir ausdenkst, der kann nicht anders sein, wie er von dir geträumt wird. Und alles, was der Udo dir jetzt erzählt oder irgendein anderer Antagonist in deinem Traum, die kriegen das nicht mit, was sie dir erzählen, weil Figuren in einem Traum nichts erleben. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und all diese Aussagen, die irgendwelche Antagonisten in deinem Traum äußern, entspringen aus deinem Wissen. Es muss aus deinem Wissen entspringen, sonst können die nicht auftauchen. Denk wieder, du bist ein Computer und du hast zurzeit in deinem Arbeitsspeicher dieses blaue Ich, dieses Lebensbuch, dieses Lebensprogramm. Da muss alles drauf sein, was irgendeine Figur, die auf dem Bildschirm auftaucht, muss auf diesem Programm drauf sein. Ja. Das heißt, das Wissen all der Menschen, wenn du jetzt zum Beispiel an Sokrates, an Einstein denkst, egal an wen du denkst, jetzt liest du dir natürlich an, dann gehst du ins Internet und machst Internetseiten auf. Wo kommen die Internetseiten her, wenn du träumst? Wo kommt das Klingeln her, wenn du jetzt träumst? Wenn du jetzt träumst und jetzt kommt ein Reizauslöser, so nenne ich das, und dein Handy klingelt oder das Telefon klingelt. Wo kommt es eigentlich her, wenn du jetzt träumst? Von irgendeinem Anrufer, der sich außerhalb deines Traums befindet? Jetzt wirst du irgendwann einmal mein Klingeling-Beispiel verstehen, dass du mit materialistischer oder religiöser Logik die Kausalität auf den Kopf stellst. Ja. Dass du dir Dinge ausdenkst und du meinst, diese Dinge, die du jetzt ausdenkst, sind die Ursache. Die eigentliche Ursache, dass du an dein Handy oder an die Haustürglocke denkst, ist, weil in dir ein Klingeln auftaucht. Oder du hörst ein anderes Geräusch und du denkst an Vögel. Wie oft erkläre ich dir, am Anfang war das Wort, Worte können Geräusche sein oder sichtbare Schriftzeichen sein. Und jedes Geräusch, das ich in deinem Traum auftauchen lasse, wirst du zwanghaft im Maße zum deiner jetzig zum Denken benutzten Logik, Schöpfungslogik, wirst du reagieren und eine neue Vorstellung, eine neue Information in dir aufbauen. Du formst praktisch dein Geist um, die 200 Gramm rote Knete. Mit der Frage nachholen. Die meisten von euch wissen es eh schon. Es gibt eben die Wesenheiten, die zu Beginn des Alten Testaments auftreten. Bara Bereshit Elohim heißt es da. Am Anfang trennten sich die Elohim mit ihrer Sonne von der Erde. Heißt das ist eine steinerische eine steineranerische, anthroposophische Auflage. Das stimmt nicht, was er sagt. Das Trennen ist sehr, sehr weit hergeholt, kann man natürlich so sehen. Es heißt, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Es wird inmitten dieses Kopfes etwas aufgebaut, hingestellt, das Bereshit. Bara heißt dann erschaffen. Besser wäre eigentlich das Wort schöpfen, weil das Wort Bara, es gibt drei verschiedene Wörter für tun, machen, handeln oder etwas erschaffen im Hebräischen jetzt als Hauptverb. Das ist einmal das Bara. Das ist eigentlich genau genommen ein Schöpfen.
Du schöpfst etwas aus dir heraus. Du bist im Meer als Geist und du schöpfst deine Gedankenwellen aus dir heraus. Das ist diese einfache Metapher, die du verstehen kannst. Dann gibt es aber auch noch hier den Boal und Shin und He. Es ist auch Tun, Machen, Handeln, Wirken, wobei hier dieser Boal dann die hebräischen, die grammatikalischen Verbformen sind. Verben sind Zeitwörter. Es wird jetzt ganz das VR, das heißt dann bistabil, VR, bistabil erweckte polare Existenzen. Jetzt kommst du hier in diese Welt der Longitudinalität. Darum sind es Zeitverben, sind Zeitwörter. Jetzt hängt natürlich dein Intellekt wieder ab, wie weit du mir diesbezüglich folgen kannst. Darum lasse ich den mal kurz weiterlaufen. Im ersten Satz hat Luther etwas anders übersetzt. Aber wir wissen schon, die Elohim trennten sich mit den Sonnenkräften. Die Sonnenkräfte, das sind kleine Sonnen in unserem Tetraederspiegel. Wenn ich sage, gibt es eine Zentralsonne, dieses absolute Nichts. Und jetzt in den ersten Spiegelschichten, wo du hast, das sind meine Geistesfunk. Denk wieder an den kleinen Sternwerfer. Das sind sogenannte periphere Mittelpunkte. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel als ich sage, ich denke jetzt um mich herum mir Geistesfunken aus und jeder dieser Geistesfunken hat seine eigene Traumwelt. Ein Geistesfunken ist der Mittelpunkt einer Traumwelt, in die er sich einhüllt. Das ist ein peripherer Mittelpunkt und du wirst jetzt um dich herum, die nächsten Punkte wandern schon blau. Sonnengötter als Sonnenwesen von den Erdenkräften, damit die Erde ein fester Planet werden kann und wir Menschen uns dort inkarnieren können. Das heißt, diese Elohim, das sind die Sonnengötter, das sind diejenigen... Die Sonnengötter, das sind, meine Geistesfunken sind Gotteskinder, das sind, es gibt da eigentlich nur einen. Nochmal, der eigentliche Adam ist der vom Bücherregal und der kriegt ja erst eine Frau, eine Nekaber, männlich und weiblich sichernde Nekaber, wenn er ein Programm hat, in Bezug auf die moderne Computermetapher. Das heißt, du brauchst ein blaues Ich, ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, aus dem dann deine jetzige Traumwelt entspringt. Das wird auch bis in alle Ewigkeit so fortgesetzt werden, bloß mit einem feinen Unterschied. Wenn du jetzt die Hand annimmst, die ich dir reiche, in deinem Traum, dass du anfängst, dich für Holofeeling und vor allem dich für dich selbst zu interessieren, rot gelesen. Du hast dich bisher immer nur für deinen Körper, für das Leben, für diesen Affen interessiert, aber nicht für das, was du selbst bist. Das ist ein Riesenunterschied. Du bist doch was anderes wie ein Gedanke. Du bist der Denker. Und der Denker ist Gott für das, was er denkt. Da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist hundertprozentig sicher, auch wenn sich deine jetzige Logik massiv dagegen wehrt. Die unser Sonnensystem regieren. Die Exekutive unseres Sonnensystems. Du bist ein Sonnensystem, du bist eine eigene Welt und ich sage, du bist der Richter über alles und jeden. Der Richter, Ritter, Richter. Rich, Geruch, hebräische Wörter, fange ich jetzt nicht nochmal an. Du bestimmst, was existiert und zwar existiert es in dem Moment, wo du es denkst. Und du bestimmst, wie das ist, was du denkst, qualitativ. Wie Menschen sind. Du bestimmst, was, wenn du an Menschen denkst, was die entdeckt haben. Was hat Einstein entdeckt? Was ist Sokrates? Aber du kannst es nur prinzipiell denken, wenn das auf deinem Programm drauf ist. Was auf deinem Programm nicht drauf ist, kann auch nicht auftauchen. Und weißt du, wie fehlerhaft dein momentanes Programm ist? Denk einfach wieder, das Internet bin ich. Und dann mach dir einfach mal bewusst, wie viele Seiten du immer wieder aus dem Internet ansteuerst. Von den Milliarden und Abermilliarden von Seiten in einem absoluten Nichtsbereich wiederholst du immer wieder dieselben Seiten. Und ich sage jetzt Schnipp und jetzt denk an die Ukraine. Was war die jetzt die ganze Zeit? Nicht gedachter Gedanke. Nichts, ein nicht gedachter Gedanke. Und jetzt mach dir mal Gedanken. Meinst du, müssen Menschen leiden? Es wird so sein, wie du dir das jetzt ausdenkst. Kannst du es beschwören? Dein großes Problem ist, dass alles, was du hier in deinem Kopf, das vom Hören Gesagte verwirklichst, egal ob es esoterisches Wissen ist, ob es religiöses Wissen ist, ob es aus der Zeitung heraus ist, Medien und Basien, und dann noch die ganzen Einseitigkeiten, diese extreme Selbstmanipulation, es lügt dich nichts und niemand, den du dir ausdenkst, an, wenn du weißt, was jetzt da ist. Kann dich ein Computer anlügen? Kann dich eine Zeitung, ein Fetzen Papier anlügen? Können Worte lügen? Das sind doch die Sachen, die in dir in Erscheinung drehen. Viel interessanter ist, wie interpretierst du die Worte? Die Betonung liegt auf dem Wort Tier. Es ist ein zwanghaftes Müssen.
Wie interpretierst du, wie einseitig interpretierst du die Worte? Und dann legst du die aus, du denkst dir die aus, du baust Vorstellungen in dir auf. Von Dingen, die da oben im Himmel angeblich sich abspielen, ein heliozentrisches Weltbild. Von Dingen, die in der Materie tief unten auf der Erde sich abspielen. Photone, die um Atome rumkreisen. Von Sachen, die in der Vergangenheit waren, du äffst doch alles bloß geistlos nach. Wie du dich kleidest, wie du dich ansiehst, was du schön empfindest, ist doch alles nicht deine Meinung. Du hast doch keine Meinung. Ich sag dir, was deine ureigenste Meinung ist. Das ist das, was ich dir jetzt erzähle. Davon willst du aber überhaupt nichts wissen. Du äffst lieber noch. Die Exousiae. Und diese sind nach Angaben auch der Bibel die sieben Geister vor dem Throne Gottes, also anscheinend sieben Wesenheiten aus der Hierarchie. Das sind jetzt diese sieben sind jetzt diese bösen negativen Charakterzüge. Mhm. Das machen wir jetzt einmal hier ein bisschen runter. Was hier nämlich sehr, sehr wichtig ist, das wird jetzt alles, jedes Wort, du musst das dein einzelnes Wort wirklich verstehen in seiner ganzen Tiefe. Da schauen wir mal so eine Kleinigkeit, springen wir mal hier ein bisschen rein. Machen wir mal hier so eine kleine Radix. Da kriegst du jetzt hier Griechisch. Das beginnt mit Kol. Das wäre jetzt diese griechischen Zeichen, wenn jetzt, wenn wir die Hebräisch machen, beginnt es einfach das Kof und das El, das sind die entsprechenden Expressionszeichen. Das heißt die ganzheitliche Gesamtheit. Alles. Das Etta wäre jetzt das Chet. Da kriegst du jetzt die Vollkraft. Die absolute Vollkraft, die Frische, die Lebenskraft. Das ist jetzt die entsprechende, zahntechnisch die entsprechende griechische Radik. Schauen wir mal, das sind jetzt die Namen. Da haben wir hier schon dieses Beroshit inmitten dieses Hauptes. Bara, erschafft, El Hayom, Gott, das Meer. Hashamaim, das sind jetzt die Namen, das ist Shem, als Shem ausgesprochen. Namen, ein doppelt aufgespannter Ort, dieser verbundene Ort, das Waf-Ort, ist HUB, das ist das Haupt. Und der Name UB ist der Name aller Namen. Das ist übrigens, Totalwert ist 900, die rote 9 ist das End, Zade, das ist der Geburtsgeber. Und der macht das Ganze mit dem Wort. Und wenn wir das jetzt hier Scham aussprechen, heißt es dort, das ist ein geöffneter Ort. D-Ort, ein geöffneter Ort, das Dalet ist die Öffnung, aber interessant, es ist die 4. Das sind die 4 Phasen vom Einheitskreis. Ja. Wer hören kann, der höre. Und wir schauen jetzt diese hebräische, diese Vollkraft im der Vollkraft deines Besitzes, da man mal dieses runterschwimmen, das sind einmal mit den Namen, die Namen sind Vorzeichen, im Lateinischen nennt sich das Nomen est Omen. Oder im klassischen Christlich, im Anfang war das Wort. Mhm. Ein doppelt aufgespannter Ort, der eigentlich verbunden ist. Jetzt können wir das Ort uns noch anschauen. Das ist auch die Vorzeichen, die Vorbedeutungen. Ja. Lass uns einmal da runterfahren, das Spiel habe ich ja schon oft gemacht. Das heißt, beachten, wahrnehmen eines Vorzeichens. Vor allem Beachtung der mit der Laude, mit Lauden, ganz, das sind Lichtzeichen. Mhm. Die Laute sind, wir haben ja nur Konsonanten in der Bibel, in der Tora, Konsonanten, wir brauchen ja die Vokale dazu. Mhm. Und das ist dann, wie vokalisiere ich, mit welchem Laut mache ich jetzt, das ist das HDP, oder mache ich P, Pa, Bi, Bo, Bu, die Panim, die Penning. Eine Stimme liegende Vorbedeutung für eine Handlung. Das heißt also, wie versehe ich einen Konsonanten dieser Konsonantenzeichenkette? Dieser Konsonanten, wie versehe ich die mit Lauten, mit der Stimme? Ja. Und dann kriegst du einen Schlüssel. Du kriegst einen Schlüssel als Auf, AUB-Seher. Das ist Auf, ist auch AUB. Und das ist das Bewusstsein, ist eine Ehe in deinem Kopf. Oder Pri Ester. Ester heißt, ich habe mich in dir versteckt. Und Pri ist die Frucht. Frucht. Aber auch mein Stier. Mhm. Komm, jetzt alles, will ich jetzt nicht jedes Mal hinfahren. Und ich gebe dir mit Holofeeling den Schlüssel. Ich halte den Schlüssel in der Hand. Den Schlüssel zum Himmelreich, zum absoluten Himmelreich, zu einem vollkommen ewigen Leben. Jetzt pass auf.
die Vorbedeutung, die mit einem Worte der Rede, mit einem Laute liegt. Jetzt kriegst du die Kunde von deinem Vater. Wahrlich, ich sage dir, ich bin dein Vater. Dein wirklicher Vater. Nicht irgendeine Trockennasenaffe. Das Rufen, R-U-B, im Kopf von UB, ein Benennen, das Anrufen des Vaters. Und jetzt kommt, ganz interessant, Erle. Der Erwachte wird jetzt auseinandergeschmissen und jetzt pass auf, was jetzt kommt. Der Schößling, jetzt kriegst du ein Schößling mit 2G, 2G ist Gack oder Gall, den man abbricht, um ihn auf einen anderen Stamm zu pfropfen. Jetzt sind wir beim Impfen. Ich impfe dich mit Holofeeling. Nicht mit irgendeinem Dreck, wo man dir einredet, du wirst dadurch gesund. Du solltest die Heiligkeit anstreben, nicht die Gesundheit. Die Gesundheit ist das Gegenteil von der Krankheit. Mhm. Und jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Ich bin der Weinstock und du bist eine Rebe. Beziehungsweise eine Ranke. Das ist die komplette biblische Geschichte. Begreifst du, wenn du in der Vollkraft deines Geistes bist. Das Ganze ist dann ein Reihes, ein Spiegelbewusstsein. Der Kopf des Schöpfergottes ist Bewusstsein. Und um den ranken sich Geschichten. Aber diese Berechnungen, Reben, diese polare Existenz, W ein, das können wir jetzt rot-blau mit 70, mit 1 schreiben, dann hast du hier die Verbindung, ist absolut nicht existierend. Re ist der Kopf, ist E-Quadrat und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt lassen wir es doch gut sein, glaube ich. Ich will dir nur einen Hauch geben, wo Holofeeling hinführt. Und dieses Spiel auch mit den Videos, mit den Liedern, wenn ich immer Stadtpunkt mache, wenn du die vorhergehen hast. Da gibt es natürlich viele andere auch. Dann kannst du dann sagen, das hat er sich aber jetzt rausgesucht. Nein, die Fähigkeit besteht darin, dass egal was in dir auftaucht, wenn du die Vatersprache beherrschst, wirst du jedes Ding so drehen in der Auslegung, dass es zum heiligen Ganzen passt, dass du das vereinigen kannst. Das muss nicht immer nur schön gedacht werden. Ich brauche oft, wenn ich jetzt sowas habe, brauche ich sowas um Puzzle. Denk dir vor, das wäre ein Puzzlestück und das wäre ein Puzzlestück. Das ist das männliche und das weibliche. Und dann kann ich es aneinander legen. Dann wird es eins. Oder umgekehrt. Es muss immer ineinander passen. Und das ist die zwei Seiten, das Plus und das Minus. Und es gehört halt einmal zur Gesundheit, die Krankheit. Dass ich es ineinander lege und dann kommt die Heiligkeit. Genau. Das heißt, solange du bloß gesund sein willst, bist du entheiligt. Und du wirst immer wieder krank werden, weil du ja gar keine Einheit im Hier und Jetzt zuckst. Solange du chronologisch denkst, ist halt der Wellenberg hier und das Wellendal hier. Aber in Wirklichkeit kommt es nie nacheinander. Tausendfach erkläre ich das. Es ist auch nicht hell und dunkel. Sobald du dir eine Erdkugel vorstellst, die von der Sonne angestrahlt wird, ist immer, immer die eine Seite hell und die andere Seite dunkel. Auch wenn sich das Ding dreht, ändert sich nichts, wenn hier der Scheinwerfer ist. Das ist dieses geistlos nachgeäffte Wissen, ich befinde mich auf einer Kugel, die einmal, und dann bin ich zwangsläufig einmal im hellen und einmal im dunklen Bereich. Aber da kann man noch vielfältig Perspektiven ändern. Ja. Wenn ich jetzt selber das Licht bin und mir die Kugel vorstelle, dann sehe ich mehr oder weniger eine runde beleuchtete Fläche. Jetzt ist aber nicht, dass das Finstere auf der Hinterseite ist, sondern das ist das Drumherum. Weil du immer von innen nach außen schaust in einer Spiegelung. Denk wieder, was ich hier gesagt habe, hier mit den Wurmlöchern, eins der vorhergehenden Videos. Dass du immer spiegelst. Die Außenseite gibt es, es gibt keinen, der außen ist und nach innen schauen kann. Du kannst immer nur als Mittelpunkt immer nur nach außen schauen. Und das sind immer Spiegelungen, Eckspiegelungen. Dieses kleine Beispiel, wo ich der Kreis ist ohne Ecken, ist ein absoluter Blödsinn. Das Ganze beginnt mit einem D-Dreieck. Und dann machen wir aus dem D-Dreieck, der ja hier über die Diagonale, denkt jetzt vor, das wäre eine Ecke, und dann machen wir die Diagonale. Das ist der ganze Beginn mit 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat, die 25. Und dann entsteht gespiegelt nochmal eins und dann kriegst du das erste Quadrat. Und das spiegelt sich jetzt gedreht mit einem zweiten Quadrat, kriegst du ein Viereck, ein Achteck, ein Sechzehneck, ein 32-Eck. Und wir führen jetzt das immer weiter fort und du wirst dann feststellen, dann landest du beim Kreis. Jetzt sagst du, der hat keine Ecken mehr. Nein, der besteht aus unendlich vielen Ecken. Weil der Kreis aus unendlich vielen Punkten besteht und diese ganzen Punkte jetzt in diesem Schema eigentlich immer ein Zusammentreffen sind von zwei Seiten. Die werden bloß immer kleiner, aber in dem Moment fällen diese vielen unendlichen Punkte, die sind die Peripherie von dem einen Punkt in der Mitte.
was ich dir auch immer damit sagen will. Und ich bin jetzt gezwungen, dir was zu erklären, was mit deiner momentanen Logik, ich sage, wenn du das komplette Wissen der Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, ich gehe einen Schritt weiter, der ganzen Menschheit, auch das Wissen der Alten, Sokrates, Paracelsus, sind jetzt nur Gedanken von uns. Wenn du all dieses Wissen in dir trägst, das ist meine berühmte Sache, dann bist du die Quintessenz, dann bist du das Haar. Aber das ist im Computerbezug ist es wie Basic-Betriebssystem. Da kann man nicht viel machen. Das heißt, du musst mir jetzt das Haar opfern und dann kriegst du für diesen Buchstaben, kriegst du von mir ein Wort, das ist das Wort Haus. Das ist jetzt Windows. Mit Fenstern. Und da kann man die Möglichkeiten, das ist eine alte Metapher von mir. Wieso ich jetzt das nochmal wiederhole? All das, was ich dir jetzt erzähle, ich bin gezwungen, in deiner Logik zu sprechen. Ich muss Sachen sprechen, die du mit deiner Logik nachvollziehen kannst, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Und wenn du die weiter mitgehst, führe ich dich aus dieser Traumwelt heraus in eine vollkommen neue Wirklichkeit, in der du dann wirklich ein bewusster Gott bist mit Möglichkeiten, die sich deiner jetzigen Vorstellung wirklich um geistige Welten überziehen. Da nützt nichts, wenn man Steine, diese ganzen Wissenselemente bauen doch alle noch auf diesen chronologischen, nachgeäfften Wissen auf. Aber jetzt kommt nochmal, es kann niemals ein Mensch, den ich in dir auftauchen lasse, der dir was erzählt, der Axel Burkhardt zum Beispiel, oder auch die ganzen Esoteriker, selbst ein Jesus, wenn du sagst, der hat es ja gesprochen. Wahrlich, ich sage dir, ehe Jesus war, bin ich. Aber was ich dir jetzt erkläre, dass vor mir, jetzt in der Hierarchie, ich meine jetzt natürlich vor dem Udo Petscher, den du dir ausdenkst, stehst du. Was bin ich, Udo Petscher, jetzt, wenn du Gott mich nicht an mich denkst? Nichts. Auf der Brösel-Ebene sage ich hier, jetzt zu Ritter, zur Helene und zu dir, der du jetzt vor dem Monitor sitzt. Wir werden die ganze Zeit von einem ein und denselben Geist beobachtet. Das ist der wirkliche Geist, der jetzt in die Köpfe reinschauen kann. Mhm. Weil er die Bücher schon gelesen hat. Das bin ich. Und das bist auch du, wenn du dich wieder erinnerst, was du bist. Darum beginnt das Spiel mit Holofeeling, mit Ich bin du. Mhm. Und da wird es so lächerlich, wenn du Zeitung lesen tust. Ich rate dir immer wieder an, sag Cut. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Du musst sofort wieder, wann existiert die Ukraine? Wo war jetzt die ganze Zeit die Ukraine? Wann existiert Putin oder irgendwelche Politiker? Wann existiert die Pharmaindustrie? Wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich noch einspielen? Es wird über Medien so extrem manipuliert, aber Cut! Nicht irgendwelche Journalisten da außen. Journalisten existieren nur, wenn du die denkst. Und die werden dann für dich genauso sein, wie du die mit deiner jetzigen Logik denkst. Politiker existieren immer nur, wenn du die denkst. Ärzte existieren immer nur, wenn du die denkst. Und die werden so sein, wie du die denkst. Und du wirst jetzt merken, das, was du bis dato gedacht hast, ist immer ein einseitiges Nachäffen irgendeiner einseitigen Meinung aus dem Internet, aus der Zeitung. Du solltest langsam anfangen, dich für das heilige Ganze zu interessieren, das du letztendlich selbst bist. Was ist das verbindende Parameter für all diese Gedanken, die du dir ausdeckst? Doch irgendwas in dir drin, aus dem das entspringt, aus dem du diese Vorstellungen herausschöpfst. Und das ist dein momentaner Schwamminhalt. Das ist ein extrem fehlerhaftes Wissen, das du zum Denken benutzt. Das sind ganz klare deutsche Worte. Und wenn du das als Brösel unter Brösel erzählst, ich sage immer wieder, die stürzen alle ab. Du wirst mit Entsetzen zuerst einmal akzeptieren müssen, dass bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, und ich sage dir gleich, diese Ausnahmen in dieser Präzision, wie ich es dir jetzt erkläre, die müssen, haben sich jetzt normal gedacht schon längere Zeit mit Holofeeling beschäftigt. Da können noch so tolle Esoteriker sein. Ich mache jetzt einmal wirklich Lichterscheinungen, Eckhart Tolle. Für dich doch nur ein Gedanke. Ich gehe mal davon aus, du kennst Eckhart Tolle nur aus Internet heraus. Mhm. Karl Renz, jetzt gibt es natürlich einige wenige Brösel, die auf Vorträgen waren. Aber die sind doch jetzt auch bloß wieder Gedanken. Cut! Ja. Aufgrund dieser Worte denkst du dir die aus. Und selbst die, die du jetzt denkst, die auf diesen Vorträgen waren von einem Eckhart Tolle oder von einem Karl Renz, selbst der Karl Renz und der Eckhart Tolle selbst als ausgedachte Figuren sind nur momentane Erscheinungen in deinem Kopf. Und nochmal, Antagonisten werden nie irgendetwas verstehen und haben auch nie etwas verstanden, weil in der Vergangenheit sowieso nichts passiert ist. Das ist hundertprozentig sicher.
Was war das der Anfangspunkt in dem Gespräch? Du musst irgendwann einmal als allererstes erkennen, dass die Figuren in deinem Traum die große, große Masse nicht einmal weiß, was hundertprozentig sicher bedeutet. 99,99 Bündchen Prozent, wenn sie das beschwören müssten, was für die hundertprozentig sicher erscheint, so wie sie sich geben, wenn sie in die in Erscheinung treten, können die nur mit einer Meinheit beschwören. Ja. Das sind jetzt ganz, ganz wenige, die mit Holofeeling in Kontakt kommen, aber die werden anders sein. Aber die haben es dann trotzdem nicht verstanden, weil wir immer noch von ausgedachten Figuren reden. Genau. Du wirst jetzt feststellen, wirklich verstanden haben kann das nur einer. Das ist der Geist, der träumt, weil das der einzige Geist ist in einem Traum, der natürlich jetzt zwangsläufig als Problem sich selbst erkennen muss, das blaue Ich. Genau. Weil du denkst ja an einen ganz bestimmten Menschen, wenn du an dich denkst. Jetzt sage ich aber, an was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Du musst schon mal verstehen, dass ein Mensch nicht der Körper ist, an den du denkst, wenn du an dich denkst. Das sind lauter so kleine Geschichten. Es ist hochinteressant, dass man das wirklich tausende Male wiederholen muss, bis irgendwas sich ein Schalter in einem selbst umgeschalten wird, dass man das akzeptiert. Und das ist jetzt der eigentliche Kern, worauf ich hinaus wollte. Du musst das neue Wissen, dieses Holofeeling-Wissen, nicht das Wörter auffächern, sondern du musst fest in dir installiert haben, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ja. Darum sage ich immer wieder, wiederhole ich das jetzt, schau in dich rein, was du glaubst. Meinst du, dass da außen ist jetzt ein Udo, wenn du ihn nicht denkst? Ist jetzt da überhaupt ein Udo außen, was jetzt außen ist, sprich sinnlich wahrgenommen ist, ist zuerst einmal das, was du auf der VR-Brille hast. Und das ist ein gewisser ein Monitor in einer gewissen Entfernung vor dir, wo ein Pixelmännchen drauf ist, ein kleines. Und nochmal zwei andere Pixelmännchen. Meinst du, dass die Pixelmännchen was mitkriegen und ist dir schon mal aufgefallen? Ich habe es ein paar Mal gesagt, dass das, was du hörst, die können ja nicht einmal sprechen, dass da ein Stimmenimitator ist, das ist der Lautsprecher, weil alle drei, egal ob die Ritter was sagt, die Helene was sagt oder der Udo was sagt, es ist immer derselbe Lautsprecher, der die Geräusche macht. Der kann auch wie ein Maschinengewehrfeuer klingen. Der kann, wenn du jetzt hier dir die Nachrichten anschaust, wie zerfetzte Kinderkörper oder Schwangere, die aus Krankenhäusern rausgetragen werden, das Framing, es wird hier permanent in dem System. Und nochmal, es sind nicht irgendwelche bösen Mächtigen da außen, die dich manipulieren wollen, auf die rechte, auf die kapitalistische Seite, kaputt, kapitalistisch ist ein todbringendes Verbrechen. Und ich betone nochmal, du wirst erst einmal dein Wertesystem um 180 Grad drehen müssen. Da kommt auch dann die Anthroposophie dazu, der russische Geist, der rote Geist. In einem der vorhergehenden Selbstgespräche ist die neue russische Nationalhymne. Genau. Meine Geistesfunk sind eine rote Armee, das sind symbolische Bilder. Du darfst niemals die symbolischen Bilder verwechseln, wenn du die Verraumzeit legst. Das ist mein Krug, geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es geht doch überhaupt nicht um diesen Krug. Und um die Lügen mit Kotzenbeinen. Es dreht sich um den, der sich das ausdenkt und versteht, was Metaphern sind und was die Wirklichkeit ist. Ja. Und du träumst jetzt. Mhm. Und in einem Traum sagt die Traumpsychologie, dass du in einem Traum in Form von symbolischen Bildern, die aus dir selbst kommen, was mitgeteilt bekommst von einer tieferen Schicht deines eigenen Bewusstseins, bis du irgendwann einmal das absolute Zentrum bist. Und du träumst jetzt, der Witz ist, da du in deinem Traum auch sinnlich wahrgenommene Informationen hast, bist du im höchsten Zustand der Vergessenheit. Mhm. Und darum hast du vergessen, was des Kaisers neue Kleider sind. Kleid heißt übrigens Ka-Leid. Das heißt wie Leid. Es ist alles Leid. Auch die Freude ist Leid, weil es unvollkommen ist. Die wirkliche Glückseligkeit oder die Freude in Rot gelesen ist die Angst. ANG mit 70 gestrichen Rot heißt nämlich Lebensfreude. Das ist die Spiegelung dazu. Und du wirst merken, was es für dich zurzeit, was zurzeit existiert. Alles, was in dir in Erscheinung tritt, gleichzeitig, ob du eine bewusst gedachte Information oder Vorstellung jetzt in dir aufbaust, Vorstellung in dir aufbaust, oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist. Gleichzeitig, ob optisch, akustisch oder gefühlstechnisch sinnlich wahrgenommen. Schmerz zum Beispiel. Diese Informationen, die sind des Kaisers neue Kleider. Mhm. Weil es nur Informationen sind, Illusionen sind.
Und der Kaiser selber, K-A-I, wie der Schöpfergott, der ist eigentlich nichts. Genau. Das, was nicht existiert, ist der Kaiser, das ist der bewusste Geist, der ganz bewusst träumt. Wir haben das jetzt gespiegelt, merkst du das? Ja. Die sagen, es gibt ja bloß den Kaiser. Und die Kleider sind bloß, das ist ja bloß, was man uns ausdenkt. Die sagen, nein, das, was existiert, das existiert, ja. Aber das sind Illusionen. Den es nicht gibt, das ist der, der immer ist, ja. Aus dem das entspringt. Genau. Ja. Das wird ja Spiegelungen mit Gut und Böse austauschen und dann wirst du jetzt auch merken in deinem Spiel von zum Beispiel, wir hatten jetzt für dich als Erweckungsprozess Heiligenschein ist Corona, diese Corona-Phase. Und ich betone immer wieder, es geht nicht darum, ob du ein Befürworter der Impfung bist oder ein Gegner der Impfung bist. Viel wichtiger, du bist der, der sich diese Welle ausdenkt. Das ist es. Und es geht jetzt nicht, ob du zu den ganz wenigen kannst, die erkannt haben, dass der Putin eigentlich der Gute ist und dass das westliche Denken das letzte Jahrhundert hat zur vollkommenen Entgeistigung geführt. Und ausschlaggebend ist hier in der letzten Hälfte Amerika. Es ist der Zündler, es ist das personifizierte Böse in der Welt. In dieser Traumwelt. Und das eigentlich Russische, sag mir mal ganz definitiv, wenn du jetzt breit gefächert nicht nur auf das offizielle, auf das hinderliche Wissen zurückgreifst, sondern auf alles Wissen, das dir zugänglich ist, wie viele Kriege der Putin wirklich angefangen hat. Und dann schaust du, wie viele Kriege Amerika angefangen hat. Ja. Dann haben wir diese vielen, vielen Sachen dann von den Verschwörungstheoretikern. Dann lern ein bisschen Physiognomie lesen. Schau dir die Physiognomie der Menschen an, die Mikromimik an. Und dann passiert was Eigenartiges wie blind, die sind, ihr seid so unendlich vergeistigt, entgeistigt, wenn du reden hörst, diesen Hass auf beiden Seiten. Und dann schaust du dir von dem Bösen die Ruhe an. Ich sage immer wieder, wenn du jetzt recherchierst, seit absolutem Gedenken, ich gehe mal zurück in den Iran, in die Iran-Krieg. Ahmadinejad, das berühmte Gespräch zwischen Kleber und dieses Interview, die Rede, die der gehalten hat. Ein Mensch, die Physiognomie aus einer Ruhe heraus sprechend, der spricht nur von Liebe und von Gott. Und deine Medien machen ihn zu einem Satan. Assad, der Massenmörder, der Menschenschlechter. Dann schau diese wenigen Interviews an mit dem Assad, wenn er vor westlichen Journalisten nur Videos, Pixelmännchen, schau dir das Gesicht an. Ich sage, der hat ein aristokratisches Aussehen. Der spricht mit einer Besonnenheit und mit einer Ruhe ohne Ende. Ja. Das ist in allen, das wird, wie unendlich tot sind Menschen eigentlich, die das nicht merken. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema, was erwartest du eigentlich von Gedanken von dir? Ja. Es wird niemals ein Existier, ein Tier. Das verstehe nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist Geist von meinem Geist, ein Geisteswurm. Und du bist ewig. Und du musst es nicht irgendwelchen Menschen in deinem Traum erzählen. Du müsstest auch keine Sekte, du kannst dich ja doch nicht mit Geld einkaufen. Das Helfen auf der Bösenebene ist eine ganz andere Sache. Aber da musst du sehr wohl wissen, wo oder mit wem du da sprichst. Und da wirst du feststellen, es fällt nahezu alles ab. Ja. Ein Großteil der Familie, wenn du Pech hast, deine Kinder, weil die nichts damit zu tun haben, weil sie sind in dieser Verfangenheit, in der Materie. Das sind diese vielen, vielen Samenfädchen, mein Beispiel, wo der menschliche, der Mann, der Trockennasenaffenmännchen, diese Milliarden und Abermilliarden von Samenfädchen, die nicht das Ei suchen, die keine Überlebenschance haben, nur das Fähnchen, das sich mit der Frau eins macht, das heißt mit seiner eigenen Logik eins macht, dass ich begreife, ich habe zurzeit diese Logik, dann baue ich mit dieser Frau, mit dieser Logik baue ich eine eigene Traumwelt auf. Genau. Und jetzt habe ich wieder auf dieser Erdkugel, habe ich jetzt wieder die Samenfädchen. Das ist das, wenn ich jetzt Bilder, jetzt wieder Foto, Computeranimationen auf dem Bildschirm, ich hole es nicht her, da gibt es Updates davon, das weibliche Ei mit diesen Tausenden von Samenfädchen oder Millionen. Genau. Und jetzt denke ich mir eine Erdkugel mit Menschen drauf, mit Menschenaffen drauf. Und der Erste, der sich verbindet mit seinem erweckten Wissen, der weiß, es ist ja nur, weil ich es denke. So ist es. Es ist jetzt, weil ich es denke. Da musst du dich aber neben den Denker, den wir uns jetzt ja ausdenken, das ist ja was Ausgedachtes, musst du dich daneben hinstellen.
und dich selbst beobachten und dürfst in keinster Weise das, was du magst, verändern wollen. Das ist es. Du musst dich selber beobachten, dir bewusst machen, was empfindest du als hundertprozentig sicher? Und dann wirst du nur noch schmunzeln, so was für ein Scheiß glaubt der Depp eigentlich. Wie erklärt er sich das? Weil es bewiesen ist. Wie definierst du, es ist bewiesen, wenn es in einem Buch drin steht? Meinst du, dass eine Buchseite, eine Internetseite irgendwie der Beweis für irgendetwas ist? Du musst jetzt nur Cut machen und schauen, was ist jetzt da? Einfach nur ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Was ist in dir da, wenn du eine Zeitung aufschlägst? Illusionen, ein Fetzen Papier mit Farbspritzer drauf. Egal, ob das Buchstaben sind oder Bilder sind. Mehr ist das nicht. Es sind Wellen, aus denen der immer ist. Und wenn ich jetzt Cut mache und schaue, was ist jetzt da, ist zusätzlich noch da. Über dem, was jetzt da ist, sinnlich wahrgenommen, legt sich was ganz was Mächtiges, Verschleierndes drüber. Das ist die Interpretation von dem, was jetzt da ist. Du schaust einfach auf einen komplett friedlichen, ungefährlichen Monitor und plötzlich geht in dir ein Feuerwerk los. Es können auch nur Worte sein. Wenn ich immer wieder sage, wir sitzen als Brösel unter Brösel, wir lachen, wir erzählen geistreiche Geschichten und dann hörst du ein Geräusch, das eindeutig identifiziert wird. Du denkst an dein Handy. Du nimmst das Handy, du drückst auf den Knopf, fällst es hin und jetzt hörst du wenige Worte. Polizei ist dran, dein Kind oder sonst wer hat einen tödlichen Unfall gehabt. Einige wenige Worte werden jetzt aufgrund von Interpretation in dir ein Feuerwerk, ein Kriech von Leid, eventuell und Traurigkeit auslösen. Du kannst daneben stehen und dabei lächeln und beobachten, wie das Ding funktioniert, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Das ist die Wiederauferstehung im Geiste. Das klingt jetzt sehr, sehr hart und unglaublich, aber das ist das, was ist. Ein Musterbeispiel, unsere Helene hier wieder Toni gestorben ist. Du weißt, es ist nicht, man schluckt, aber du hast einen schönen Satz dann auch gesagt, du hast dann danach in dich reingeschaut. Ich sage immer wieder dasselbe, da ist eigentlich nicht Trauer oder Schmerz, es ist einfach zuerst einmal, man ist leer, man ist irgendwie wie erschlagen. Du kannst nicht einmal sagen, dass du Trauer hast, das ist so completely shocked. Aber es ist kein Schmerzheitszustand, es ist einfach ein unabdingbares, das du loslassen lernen musst, Platz machen auf der Datei für vollkommen neues Wissen, das vollkommen neue Informationen dir ermöglicht, in dir aufzuschmeißen. So ist es. Das heißt, alles, was du jetzt an dem, was dir lieb geworden ist, opferst, schaff Platz, dass ich dir auf diese Datei vollkommen neue Daten einspiele, die dann in dir auftauchen werden. Da kommt dann irgendwann einmal, zuerst wechseln wir, wenn wir Bücher wechseln, wechseln wir zuerst einmal nur die Programme im Arbeitsspeicher. Aber irgendwann einmal ist ein wirklicher Quantensprung, das passiert mit Holofilling, dass wir das Betriebssystem wechseln, wo ermöglicht wird, komplett komplexere Programme laufen zu lassen. Das ist das, was ich immer symbolisch mache, hier mit für Computermenschen Basic DOS Windows. Windows. Abwärtskompatible Systeme, darum sage ich, du wirst dann merken, dass du das alles mit der größeren Logik kannst du die alten Sachen alle total logisch fassen. Ja. So, jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Es ist gut. Danke. Es ist alles gut. Das ist gerade jetzt mit Worten, das ist das, was ich hier immer wieder zeichne und neugierig mache. Es beginnt wirklich erst auch dann mit der Fahrersprache, weil du gehst drum, du siehst Worte und du wirst dieselben Worte, wo du siehst, andere Bildervorstellungen machen, merkst, wie vielfältig das ist, wie eng du bisher warst in der Auslegung deiner Informationen. Genau. Darum ist alles, was gut ist, ist auch schlecht und umgekehrt. Dieses tausendfach immer wieder wiederholte, was ist besser, Sonnenschein oder Regen? Ja, ja. Frag einen Bauern, der wird dich anschauen und sagen, was bist du für Idiot, ich brauche beides. Aber wie ist, wenn ich sage, was ist besser, Krieg oder Frieden? Es ist nichts anderes, du brauchst beides. Du brauchst diese Zerstörung, die wir 45 hatten, plus der Fehler ist, dass die nichts gelernt haben. Das wäre 45, wäre das schon vorbei gewesen. Ihr seid voll in diese Falle des Kapitalismus reingelaufen. Auf der einen Seite und in dieses falsch ausgelegten Kommunismus auf der anderen Seite. Der Kommunismus hat sich selber zerstört. Und der Kapitalismus ist zurzeit dabei, sich zu zerstören. Lass ihn. Lass ihn sich selbst zerstören. Ja, ja. Und habe die hundertprozentige Gewissheit, du bist das Einzige, was überbleibt. Ich bin's nicht. Ich habe aber kein Problem damit. Machen wir neue Bälle.
Insider verstehen den Witz. Ja. Das ist der göttliche Humor, den man sich irgendwann einmal klar machen muss. Das ist, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und Lach ist die Lebensfrische. Ja. Das Letzte ist ein Sub. Und aus diesem einen Sub, aus dem Letzten, das ist auch der Erste. Der das Licht angemacht hat, macht am Schluss das Licht aus und wird es ein vollkommen neues Licht in dir entzünden. Ja. Du musst mir nur vertrauen und ich sage immer wieder, das Vertrauen besteht nicht daran, dass du als Brösel irgendwas tun müsstest. Nein. Einfach nur einverstanden sein lernen. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir in das Zentrum. Ja. Zum Vater, zum Bader, Patroni. Nomen est Omen. Und Batch.